So, willkommen zurück. Wir haben Beweis Nummer 1 gefunden. Einer von den Meistern hat sich selbst geopfert, den wir umbringen sollten. Klären. Gegen die brauchen wir jetzt nicht kämpfen. Irgendwas ist da rechts immer noch. Ich habe es nicht gefunden. Was ist da draußen? Irgendwie da oben oder so. Muss eine Etage höher. Eine Treppe gesehen. Ach, da unten ist das. Wie komme ich nach unten? Ich kann das Schloss nicht öffnen. Aber ich muss da runter. Jetzt sag nicht, die Quest ist zerstört, weil ich den einen hätte umbringen müssen, der sich selbst getötet hat. Und der lässt einen Schlüssel fallen. Da bin ich böse. Ich will mal gucken, ob das später ist. Vielleicht brauchen wir nicht unbedingt. Das ist ja eventuell optional. Braucht mutmaßlich einen Schlüssel. Um da zu öffnen. Blutunhold und Juberik Garne. Schicken euch diese Idioten Dorell und Tamrit? Lasst mich euch zeigen, über welche Macht ich verfüge. Ja, die Macht haben wir gesehen. War sehr cool, die Macht. Schon wieder so eine Spur. Oh, kann man ja etablieren, ne? Dass man dann mal hier weitermacht. Wenn ihr Bock habt. Wenn ihr Bock habt, könnte man immer ESO streamen montags. Boah, auf jeden Fall dann Hinweis dahin, sonst komme ich nicht weiter. Im schlimmsten Fall ist die Quest broken. Ich suche gerade einen Eingang. Habe aber keinen gefunden. Ist auch gut. Tja. Beantworte ich gleich die Frage. Die will ich jetzt nicht öffentlich im LP hier sagen. Mensch, wie komme ich denn da runter? Ich hoffe, dass der Boss jetzt da ist.
Ach, hier kann man runter. Okay. Dann ist sie doch nicht broken. Dann ist das wahrscheinlich der Rückweg. Hey, ihr da. Helft mir doch mal bitte. Die verdammten Montclair-Misthunde haben mich beim Rumschnüffeln erwischt. Da ist er ja wieder. Scorn, du das Messer. Das ist ja interessant, dass er von Froska hierher kommt. Orlozak wird euch mehr Leute beschaffen. Ich habe euch Ressourcen versprochen und ich werde mein Wort halten. Aber ihr solltet mich nicht enttäuschen, was diese Kreaturen anbelangt, die ihr erschaffen könnt. Ihr habt mir eine Armee gehorsamer starker Diener versprochen und ich erwarte, dass ich die auch bekomme. Falls nicht, können wir ja noch immer mehr Blutunholde erschaffen. Halte in der Zwischenzeit die obere Stadt. Wenn die Zeit gekommen ist, holt ihr eure Verstärkung und macht einen Vorstoß. Nehmt die gesamte Stadt ein. Nutzt das Fieberzwinger als Sammelplatz. Dort könnt ihr ein Portal öffnen, durch das ich Truppen schicken werde. Verborgen vor dem Blick der Wachen von Shornhelm. Dann können wir einen Überraschungsangriff starten und ganz Shornhelm wird mein sein. Und vergesst nicht, die Macht auch zu nutzen, die ich euch gewähre. Eure Schöpfung wird ja schön und gut, aber nutzt eure gesegnete Gabe, um mehr Vampire und Blutunholde zu erschaffen, wann immer sich die Möglichkeit bietet. Ich bin mir sicher, dass Durell und Tamriit tagelang diskutieren werden, bevor sie zu einer Entscheidung kommen. So haben wir mehr als genug Zeit. Ich freue mich darauf, sie und ihr wertvolles Leben betteln zu hören. Skordo! Gib's Konto, Skordo. Wenn ihr diesen Käfig öffnet, werde ich für immer euer bester Freund sein. Was macht ihr in diesem Käfig? Ich brauchte etwas Ruhe für mich ganz allein. Was meint ihr denn, was ich hier drin mache? Ich habe mich fangen lassen. Ich gehöre zur Shornhelm-Wache. Hört mal, lasst mich aus dieser Zelle und ich kann euch helfen. Ja, warum sollte ich euch vertrauen? Ich habe dich gerade eben zwar schon gesehen, quasi vor 10 Folgen oder so, oder vor 3, 4, 5 Folgen, aber warum sollte ich dich trotzdem nochmal vertrauen? Warum überhaupt soll ich dir vertrauen? Sag mal. Gute Frage. Solltet ihr nicht. Doch das bedeutet nicht, dass wir nicht auf der gleichen Seite stünden. Ach. Ich wette, ihr wurdet losgeschickt, um Informationen über Montclair zu sammeln. Öffnet die Zelle und ich sage euch, was ich weiß. Ja, mach mal. Gut, das Spiel hat nicht damit gerechnet, dass wir hier nach Froska hinkommen. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass Gordo da direkt ist. Und ich wusste auch nicht, dass er hier gefangen ist. Habe ich einen Schlüssel dafür? Anscheinend ja. Ich mache einfach so. Ich weiß die Hilfe zu schätzen. Für mich seid ihr ganz in Ordnung. Jetzt muss ich mich bei Baron Durell zurückmelden. Tu das, Gordo. Tu das. Hey, wo kommt der denn her? Hab mich ja voll verjagt gerade. Das Ding ist genauso gut wie meins. Geh mir echt auf den Sack mit dem Chat. Unten links. Minimal Transparenz, wenn dieser inaktiv ist. Die will ich ganz hoch haben. Also Transparenz Maximum bitte. Mal gucken, ob es funktioniert. So, jetzt sollen wir Bericht erstatten. Sehe schon, dass das mit dem Chat richtig gut funktioniert. Das ist Wahnsinn. Ich bin begeistert, wie geil das funktioniert. Warum läuft er langsamer? Ich kann ganz schön in Zeitlupe rennen. Ja, es gibt so... Es gibt auch verschneite Gebiete. Die gibt es oben im Himmelsrand, da wo die Nord leben. Welche Neuigkeiten bringt ihr aus der oberen Stadt? Hat man sich um die Verräter gekümmert?
Um die Verräter wurde sich gekümmert, aber Montclair ist fort. Er hat General Resalul und den Befehl übergeben. Verdammt! Montclairs Argonia ist so irr wie ein Plumpskloßgeber. Seine Soldaten haben einige Adlige entführt. Sie haben sie sich am helllichten Tag gegriffen. Wahrscheinlich hofft er, sie als Unterpfand gegen uns verwenden zu können. Aber er muss doch wissen, dass ich unter keinen Umständen mit Terroristen verhandle. Ich habe einen Befehl gefunden, einen Brief gefunden. Resalul hört vor, weitere Verstärkung durch den Viehbezwinger heranzuführen. Dann müssen wir rasch handeln. Geht zum Zwinger und befreit Fürstin Aurin Tamrit, Nieltin Albergamar und Sir Estienne Gouillon. Falls ihr unterwegs Resalul ausschalten könnt, umso besser. In der Zwischenzeit mobilisieren wir die Schornhelmwache und erobern die Oberstadt zurück. Die Namen muss man aber erstmal aussprechen können. Fürstin Aurin Timrit, Niltin Albergamar und Sir Estienne Gouillon. Dieser Resalul hat Adlige verhaftet. Solcherlei unverfrorene Taten dürfen wir nicht tolerieren, Baron. In der Tat. Es ist Zeit zu handeln, Gräfin. Schluss mit dem Gerede. Schluss mit den Debatten. Wie können wir im Licht wandeln, wenn wir zulassen, dass unschuldige Dorfbewohner in Pein... Moment, ihr stimmt mir zu? Schaut nicht so schockiert rein, Iseld. Früher oder später musste das ja passieren. Unsere Freundin wird in den Zwinger gehen, die Geiseln befreien und die Verstärkung aufhalten, während wir die obere Stadt angreifen. Ein Doppelangriff. Nun denn, in Ordnung. Baron, wenn ihr so gut wärt, gebt den Befehl und sammelt die Wache von Schornhelm. Es wird mir ein Vergnügen sein, höchste Zeit, diesen feigen Montclairs zu zeigen, was es heißt, das Volk von Kluftspitze zu hintergehen. Einen Augenblick, meine Freundin. Vielleicht habe ich Informationen über den Fieberzwinger. Ich wollte gerade gehen. Der Fieberzwinger. Über diesen Ort habe ich seit meiner Kindheit nicht mehr nachgedacht. Ist der Chat scheiße hier. Was könnt ihr mir darüber erzählen? Er ist eine Klamm jenseits der Oberstadt. Sie ist seit Jahren verschlossen. Dorthin schickte man früher die Kranken und Schwachen. All jene, die an der Pest, dem Khajiit-Fieber oder agonischem Aussatz litten. Solche Sachen eben. Doch das war vor langer Zeit. Könnt ihr euch an irgendwelche Details erinnern, die mir helfen könnten? Es ist ein feuchter alter Ort. Oh, jetzt fällt es mir wieder ein. Die Kanalisation. Ihr könnt euch durch den alten Tunnel der Kanalisation schleichen. Er führt mehr oder weniger direkt zum Eingang des Fieberzwingers. Habt ihr eine Ahnung, worauf ich dorthin stoße? Ich erinnere mich, dass die Klamm voller kleiner Höhlen ist. Es gibt sogar einen noch älteren Teil, eine uralte Ruine. Falls dieser Argonia ein Portal benutzt, um Verstärkungen in die Stadt zu bringen, dann vermute ich, dass diese Ruinen ein idealer Sammelpunkt für seine Truppen wären. Ja. Ja, andere hören die Musik auch, die ich dann spiele hier. Mir kommt das Spiel ein bisschen leiser vor, deswegen habe ich es gerade ein bisschen lauter gemacht. Vor allem die Dialoge waren irgendwie sehr leise. Bei mir zumindest. Gut. Betrete den Fieberzwinger. Benutzt den Zisternenzugang zum Zwinger. Wir haben übrigens mit der Überredung auch eine Questreihe übersprungen. Das ist ganz gut. Die brauchen wir nicht unbedingt. So kommen wir auch besser schneller durch Schornhelm durch. Während die thrassische Pest, erst Ära, 2260 grassierte, zogen die Adligen und die Händler standen von Schornhelm in die Höhlen zurück. Als sie sich nach 5 Monaten schließlich wieder hinaus wagten, fanden sie eine nahezu entvölkerte Kluftspitze vor. Hör auf zu laden. Das geht mir auf den Sack. So. Nicht so schnell, meine Freundin. Nicht so schnell, meine Freundin. Nicht alleine kümmern. Ihr müsst euch darum nicht alleine kümmern. Du kannst im Kanon reden, das finde ich cool. Wo bist denn du? Ich schätze, ihr seid gekommen, um die Adligen zu retten und Montclairs Verstärkung aufzuhalten. Aber wenn Resalul hier ist, solltet ihr ihm nicht allein gegenübertreten. Wie habt ihr von diesem Ort erfahren? Ich habe meine eigenen Quellen. Als ich feststellte, dass Montclair die Stadt verlassen hatte und ich von der Gefangennahme der Adligen hörte, war es nicht schwer, den Unterschlupf des verrückten Argoniers aufzuspüren. Ihr habt Spione, die für euch arbeiten? Ich habe treue Verbündete. Belassen wir es doch fürs Erste dabei. Vielleicht nur so viel. Nichts liegt uns mehr am Herzen als das Wohl von Kluftspitze. Und nun geht und rettet diese Adligen. Könnt ihr mir irgendetwas über Resalul erzählen? Der Argonier? Er ist schon seit langem an Montclairs Seite. Er ist ein fähiger Krieger und Alchemist.
Ich glaube, er verfolgt auch finsterere Interessen, einschließlich der Nekromantie. Eines müsst ihr begreifen. Rizal Jul ist mächtig, aber geistig nicht bei bester Gesundheit. Ja, das hätte ich mir auch fast gedacht, wenn er nicht geistig bei bester Gesundheit wäre. So, findet den Schlüssel, um die Zellen der Adligen aufzuschließen. Sucht bei Montclairs Truppen nach Schlüssel. Also müssen wir Truppen abschieben. Das war, glaube ich, ein Bug. Okay, direkt einen Schlüssel gefunden. Und noch ein Schlüssel. Was haben wir denn dahinter? Da ist irgendetwas unter der Erde. Warum? Wieso ist da was unter der Erde? Kommt man da irgendwie da drunter durch? Ist das irgendwie hier so um die Ecken? Ja, geil. Stimmt sogar. Ich habe gebetet, dass man mich nicht den Foltermethoden dieser Echse überlässt. Sie haben mich beleidigt. Ich bin Mitglied des Hauses Tamrit. Wie können Sie es wagen? Ja, wie können Sie es wagen? Ich wusste, Vater würde jemanden schicken. Er ist der Botschafter von Alikre, sagte ich das schon? Baron Montclair und sein argonischer General Rizal Jul griffen die Adligen von Schornhelm an. Eine Unverfrorenheit. Okay. Befreit ist Jean Goulion. Der ist der Letzte auf der Liste. Der Angriff ist gerade nicht durchgegangen, der eine. Dieser schreckliche Argonier, Rizal Jul, sagte, dass er mich in eine mächtige Kreatur verwandeln würde. Warum sollte ich so etwas wollen? Oh, süße Freiheit. Danke vielmals, dass ihr mich gerettet habt. Es überrascht mich, dass Baron Dorel euch nicht hierher begleitet hat. Er schreckt nie davor zurück, sich für sein Haus und sein Land die Hände blutig zu machen. Wisst ihr was? Ich will mal ein neues Mikrofon ausprobieren. Neues USB-Mikrofon mit Mute-Taste. Irgendwie interessiert mich das sehr, wie das rüberkommt. Warum seid ihr so bedacht darauf, die Lage in Schornhelm zu klären? Die Lage in Schornhelm wirkt sich auf die ganze Region Kluftspitze aus. Wenn Montclair und seine Verbündeten die Stadt übernehmen, befürchte ich, dass bald darauf ganz Kluftspitze fallen wird. Und danach würde sich ihr Blick jenseits unserer Grenzen richten. Er hat sich schon immer als den wahren Erben von Ranseers Thron gesehen. Das erklärt noch eigentlich alles. Üblicherweise überlasse ich die Politik den anderen Adligen. Ich ziehe es vor, in aller Stille eher ungewöhnliche Probleme anzugehen. Und was das Warum bei all dem angeht, so nennt es am besten eine alte Verpflichtung. Doch jetzt ist nicht die Zeit, die Vergangenheit zu debattieren. Genau, jetzt ist nicht die Zeit dazu. Sollen wir Rizal Jul stellen? Ich vermute, dass Rizal Jul sich hinter dieser Steintür befindet, zusammen mit seinem Portal. Wir müssen verhindern, dass er noch mehr Verstärkung hierher bringt. Ich werde gleich übrigens... wir machen so lange, bis wir Rizal Jul bezwungen haben, und dann gibt es eine Umfrage auf YouTube. Aber nicht für euch. Ich habe keine Zeit, um mich um diese Narren zu kümmern. Tötet sie alle. Nein, er kommt. Oh, zu spät. Das hätten wir niemals geschafft. Huh.
Das hört auch gar nicht auf hier. Schon richtig cool, die Fähigkeit. Hey, Eilix. Boah, der hält gar nichts aus. Der ist aber schnell gestorben. Ich kann die Magie spüren. In der Nähe gibt es ein Portal. Wir müssen es schließen, bevor wir von weiteren Soldaten Montclairs überrannt werden. Ihr müsst das Portal schließen. Ich sollte in der Lage sein, das Portal zu schließen. Das wird nur ein paar Augenblicke dauern. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 Sekunden. Das sollte sie draußen halten. Ist noch offen. Jetzt ist Schaunhelm sicher. Ich werde umgehend mit meiner Forschungsarbeit beginnen. Versucht herauszufinden, wo Rizal-Jul sich aufhält. In der Zwischenzeit sollten wir den Großkönig aufsuchen. Das geschlossene Portal hat Rizal-Jul davon abgehalten, noch mehr Montclair-Truppen in die Stadt zu schleusen. Aber es ist frustrierend, dass Rizal-Jul entkommen ist. Dieser Agonia ist hinterhältig und feige. Habt ihr irgendeine Ahnung, wohin Rizal-Jul verschwunden ist? Nein, und das bereitet mir Sorgen. Er muss aufgespürt und unschädlich gemacht werden. Und zwar schleunigst. Dank eurer Bemühungen jedoch wurde Montclairs Plan vereitelt, die Kontrolle über Schaunhelm zu übernehmen. Ihr solltet Großkönig Emmerich und die anderen Adligen darüber in Kenntnis setzen. Ist der König in Schaunhelm? Laut meiner Quellen war er nicht mehr weit, als ich in den Fieberzwinger ging. Ich hege keinerlei Zweifel, dass die Schaunhelm-Wache die Oberstadt zurückerobert hat. Ich gehe davon aus, dass sich Dorell, Tamriet und der Großkönig derzeit im Kastell Schaunhelm aufhalten. Bestellt Emmerich Grüße von mir. Ah, interessant. Oh, und ich sehe noch etwas. Ist ja höchst interessant. Okay, das heißt, man achtet gar nicht so sehr darauf, dass das ist, was ich denke, dass es ist. Okay, danke fürs Zusehen.